Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge bei mir hier auf der Fischtal. Ja, wir haben ja in der letzten Folge angefangen, ein bisschen Forst zu machen hier. Und ich wollte auch noch ein bisschen was hier drin bleiben. Diese Folge auf jeden Fall mal noch. Und in der nächsten, denke ich mal, werden wir mal hier mit einem Mulcher und sowas alles mal durchgehen. Mal versuchen, ob wir da mal alles mal strack bekommen. Und parallel irgendwie auch noch dazu mal noch die Ernte vollziehen. Weil das müssen wir ja auch definitiv noch machen. Aber wir werden jetzt erstmal sehen, dass wir hier mal noch die Bäume noch gehäckselt bekommen. Ist immer noch zu schwer. So. Das können wir packen. Das ist gut. So, ich habe nämlich auch mal umgehangen. So. Jetzt. Das ist gut. So. Dann schmeißen wir da nämlich alle schön hier rein. Das läuft gut. Das läuft gut. Ich bin mal gespannt, wie sich das verhält hier mit diesen kleinen Sträuchern überall. Da war der Trecker. Ja, moin. Es gibt ja so gewisse Sträucher, die man nicht so wirklich entfernen kann. Auch nicht mit der Motorsäge. Zum Beispiel wie Hidden hier. Ob man die übermalen kann oder ob die dann nachher auch einfach nur weggehäckselt werden, wenn man mit dem Mulcher da durchgeht. Das weiß ich alles noch nicht. Das müssen wir mal rausfinden. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, was haben wir hier jetzt noch? Da müssen wir hier auch nochmal durchsägen. So. Dann. Ups. Da müssen wir nochmal drauflegen. Da haben wir den auf jeden Fall gleich voll. So. So, das. Und das. Okay, dann haben wir die zwei noch. Alles klärchen. Ich habe keinen starken Bauer an, ne? Ich muss die alle so irgendwie so sägen, dass ich die doch irgendwie gepackt bekomme. Bong, 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 bong. Und weg ist er. So, hittert ihr noch? Und dann. Will denn nicht. Da ist das Ding gleich voll. So, wir werden jetzt mal gerade hier mit dem JCB hier hinten hinfahren. Und mal versuchen, dass wir das alles so irgendwie ausgerichtet bekommen. Bei mir geht nämlich immer wieder Cosplay auf. Weil ich muss ja die Zange auf und zu machen. Aber vielleicht kann ich das auch hier mit dem Joystick machen. Kann ich nicht drehen, oder? Nee! Schade. Egal.
Ja, so die Kransteuerung hier im LS, das ist so eine Sache, ob das jetzt vereinfacht ist. Ihr könnt euch das ja auch einstellen, ob das vereinfacht ist oder auch nicht. Das ist ein Ding, was mir... Okay. So. Naja, ist ja egal. Wir müssen den ja nur da vorne hinziehen. Aber... Zangensperre an, aus. Okay. Wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. So, und dann... Kann man da zumachen. Ja, das ist doch gut. Dann ziehen wir uns den Baum auf jeden Fall mal hier vorne hin. Dann müssen wir nicht so weit rennen. So. Dann entasten wir den mal. So, kann man auch. Das habe ich im 19er gemacht. Ah ne, das geht hier nicht so wirklich. Im 19er konnte man einfach da drüber rennen mit der Motorsäge hier und da. Und dann war der komplett entastet. So, dann... Schneiden wir den mal hier in kleine Stücke. Der rollt weg. Ich hätte den jetzt auch komplett da in den Mulcher schmeißen können. Aber, wie ihr seht, ist der ja auch gleich voll. Und wenn, da würde der das einfach weiter häckseln alles. Und deshalb mache ich jetzt gerade hier noch so kleine Stückchen. Ah, muss das schon irgendwie mittig drauflegen. So. Dann machen wir hier noch ein kleines Stück. Dann haben wir den auf jeden Fall voll, den ersten Anhänger. Ja, das ist gut. So, dann legen wir den mal hier ab und fahren dann mal rückwärts. Nochmal hier rüber. Um dann noch einen anderen mitzunehmen. So, jetzt bin ich noch etwas am Überlegen. Wir haben jetzt die zwei Bäume. Und wir könnten tatsächlich den hier, den können wir aber noch wegmachen. Genau. Ah, hier die ganzen Sträucher, ey. Keine Ahnung, was er jetzt hier gerade... Ich sag mal, hier das ganze kleine Zeug, das ist, das mache ich nachher alles mit dem Mulcher weg. Keine Ahnung, was der da sägt. Ah, den auch noch. So.
So. Aber. Er hätte ihn ja auch noch. Hier kommt er dann auch noch weg. Und die kann ich wieder nicht wegmachen. Das ist manchmal halt so komisch, ne? Irgendwie. So, wie machen wir das? Ich glaube, wir sägen den von hier. Ja. Genau, dann liegt der um. Genau, und der. So, dann haben wir nämlich hier die Fläche nämlich noch frei. Die müssen wir nämlich dann noch mulchen und fertig machen und habt ihr nicht gesehen. Und dann werden wir hierher gehen, das ein bisschen begradigen. Und ich dachte mir, vielleicht können wir hier auch, ja, sag ich mal, eine Produktion oder so kam mir noch in den Kopf, ne? Ob wir das nicht noch machen. Können wir ja dann auch hier platzieren. Die Idee ist ja, denke ich mal, nicht so verkehrt, ne? So, wir werden aber jetzt gerade noch hier ein bisschen was in die Stücke sägen. Genau. Dann legen wir die alle hier mal auf den Platz. Auf einen Platz legen. Weil dann können wir nachher nochmal hergehen und gegebenenfalls nochmal einen, ja, einen Anhänger voll machen. Werden wir gewiss hinbekommen. Weil, wenn wir mal sehen, die zwei großen Bäume, die mal noch auf jeden Fall weg. Und dann haben wir auf jeden Fall, ja, gut ein paar Hackschnitzel, ne? So, den können wir so tragen. Ich leg die nur mal pro forma einfach so hier hin. Ja. Das ist gut. So, jetzt müssen wir hier mal in Gestrüpp gehen. Weiß nämlich nicht. Ja, die ganzen Äste, dann wird das Fleisch ein bisschen übersichtlicher. So, da rollt der Baum. So, das war der eine. Der andere. Ja. Schneiden wir hierher ab. Den noch entasten. Genau. So. Und dann müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir den Mulcher kriegen, ne? So. Komm, das hier bringen wir auch hier hin. Das können wir ja dann auch alles da rein schmeißen. Das ist ja gut. Aber was haben wir hier noch? Das war das. Die zwei Bäume, das will ich so lassen. Tatsächlich. Ja. Sollen wir den noch? Ne, den lassen wir stehen. Okay. Ja. Wie gesagt, also ich werde jetzt auf jeden Fall die Bäume noch hier vorne hinziehen. Und ja, werde dann mal den Hänger ausladen. Schmeißen wir erstmal bei uns ein Silo rein. Und dann werde ich das noch mulchen. Ich denke mal, dann fahre ich auch den JCB weg.
Und dann werden wir mal in der nächsten Folge versuchen, Hittert alles, ja, zu mulchen und begradigen und so. Gucken wir uns dann einfach mal an. Und der Häcksler, denke ich mal, wird dann auch bis zur nächsten Folge dann weg sein. Aber wie gesagt, Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dass wir jetzt mal ein bisschen was im Forst sind, so nebenbei, dann würdet mich noch freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir auch gerne noch ein Abo da. Es kommen jeden Tag kommt ein Video von unterschiedlichen Projekten raus. Ja, unterstützt diese gerne mit dem Däumchen nach oben. Und kostet für euch nichts. Und mir hilft es einfach nur bei den Videos, beim Kanal. Und könnt auch gerne das Video teilen. Dankeschön. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.